Ja, darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Trixi Holzer, ich komme aus Kärnten, bin aber keine waschechte Kärntnerin, das merkt man, glaube ich, vom Reden her, sondern nur eine angeheirate Kärntnerin. Ich habe 4 Kinder im Alter von 25, dann 22, 15 und 12. Bin von Leidenschaft Mama und es war immer das, was mein Herz bewegt hat, einfach Mama zu sein und für meine Kinder da zu sein. Und im Laufe der Zeit hat sich aber ein paar Dinge ergeben. Wir haben dann ein bisschen reingeschnuppert, wie wir Haus gebaut haben, im Finanzbereich. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht wirklich so mein Ding. Aber mir ist dann eines aufgefallen, dass viele Menschen Probleme eigentlich haben im Umgang mit Geld, Verwalterschaft, Haushalterschaft. Und da wir auch selber so ziemlich jeden Plätzchen mitgemacht haben, was man durchmachen kann und Fehler gemacht haben, habe ich mich als Mutter gefragt, wie kann ich das meinen Kindern beibringen? Den Umgang mit Geld, nicht? Weil jeden Plätzchen müssen sie ja nicht nachmachen, den wir machen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe festgestellt, da gibt es gar nichts, irgendwas. Also keine Hilfe irgendwo auf dem großen Markt gefunden, sondern immer nur Bücher, die urkompliziert geschrieben waren und nicht das, was ich eigentlich gesucht habe. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es nichts gibt, dann entwickle ich selbst etwas. Und so hat das Ganze vor vielen Jahren begonnen, dass ich ein Konzept entwickelt habe für meine Kinder, vom Taschengeld zum Wirtschaftsgeld. Weil ich gesehen habe, es gibt im musikalischen Bereich eine Früherziehung, im Bewegungsreich eine Früherziehung, aber gerade im Umgang mit Geld, was ja so wichtig ist, weil wenn wir ja da Fehler machen als Erwachsener, dann schleppt man dieses Thema ja über Jahre hinweg mit uns mit. Und dann habe ich gesagt, warum nicht etwas entwickeln und diese Zeit zu nützen, das Taschengeld als Trainingsfeld. Und das hat super funktioniert, dann hat sich das ein bisschen um dumm gesprochen. Meine Kinder können sehr gut mit Geld umgehen, haben immer Geld. Und ich habe das so aufgebaut, Schritt für Schritt, immer mehr Verantwortung, gekoppelt mit immer mehr Freiheit. Und das hat super funktioniert. Und mein Mann ist Professor in der HTL in Klagenfurt, unterrichtet Sport und Geografie. Und bei Sport hat man ein bisschen Zeit, mit den Jugendlichen ein bisschen zusammensitzen und plaudern. Und dann war das natürlich immer Thema in unserer Familie. Und dann hat er gesagt, ja, wie geht es denn euch eigentlich so mit euch an Taschengeld? Und der Erste hat gelacht und gesagt, am 20. habe ich nichts mehr. Hat der Zweite gesagt, du Trottel, ich habe schon am 5. nichts mehr. Und die ganze Klasse am Wurzelgaude. Und dann hat er gesagt, das ist zwar recht lustig, aber wenn ihr dann 30 seid und Familie habt und euch ein Buch sagt, Papa, ich bin hungrig oder ich brauche halt ein paar neue Schuhe und ihr sagt, ich habe leider nichts mehr, dann hört sich da der Spaß auf. Naja, und das hat sich dann entwickelt, dass er gesagt hat, bumm, wenn ihr wollt, mache ich mit euch einen Kurs. Zuerst haben sie geglaubt, statt Geografie, nicht, war jeder dabei, hat er gesagt, nein, am freien Nachmittag, und zwar 4 Nachmittage zu je 2 Stunden. Und Sie wissen, der HTL, da sind die Schüler wirklich zu mit Stoff und Hausaufgaben. Und trotzdem sind alle gekommen, die ganze Klasse, an 4 Nachmittagen zu je 2 Stunden. Und wir haben Feedbacks erhalten, wo wir die Gänsehaut aufgestellt haben. Wir haben gedacht, das ist ein Wahnsinn, wie dankbar Kinder sind, wenn sie solche Informationen bekommen. Doch dann haben wir gemerkt, dass die Jugendlichen sehr konzentriert auf dieses Geld sind. Und ich habe das bezeichnet, den Jugendkurs Bleib am Ball auf dem Weg zu Wohlstand. Und wenn ich sie gefragt habe am Anfang vom Kurs, ja, was ist Wohlstand, hat jeder gesagt, ja, viel Geld haben und shoppen gehen können und ich kann mir alles leisten, was ich will und alle Probleme lösen sie mit Geld von selber. Und dann habe ich gesagt, ja, Wohlstand ist ein Stand, der mir wohl tut. Das heißt, alle reichen Leute sind glücklich und zufrieden, nicht? Und somit haben wir begonnen, das ganze Konzept auszubauen auf 3 Bereiche, persönlicher Wohlstand, finanzieller Wohlstand und gesundheitlicher Wohlstand, damit das Radl rund ist. Und wir haben das auch gekoppelt mit Elternabende, weil wir wollten die Eltern mit ins Boot holen. Und an einem dieser Elterntage war dann der Chef von der Kärntner Landesregierung, der Bildungsbeauftragte für die Jugend, und der hat uns sofort gebucht und seit, glaube ich, 6, 7 Jahren machen wir regelmäßig die Ausbildner für die Jugendlichen vom Land Kärnten. Und auch da machen wir immer wieder Elternabende und die Eltern sind mordsbegeistert, dass die Kinder überhaupt solche Sachen hören. Und dann ist immer wieder das Thema gekommen, ja, das ist ja alles super, aber das gehört ja schon in Kindergarten und im Volksschulbereich hinein. Wir müssen noch viel früher beginnen, mit diesen Themen zu starten. Und das haben wir jetzt uns ans Herz genommen und das Ganze ausgearbeitet für den Volksschulbereich. Und mit September werden wir dann starten und ich werde Ihnen das Programm ein bisschen zeigen. Aber vorher
Wir machen immer bei den Jugendlichen, wir arbeiten jetzt wirklich schon viele Jahre mit Kindern, wir haben und lassen uns immer nach den Kursen anonyme Feedbacks geben. Das heißt, wir wollen wissen, was denken Sie wirklich darüber, hat sich einer was braucht, die Kurse, was wir einer beigebracht haben. Und ich werde einmal drei vorlesen, was Jugendliche von 15 Jahren aufhört schreien. Und ich habe einen ganzen Ordner mit von Feedbacks. Wir haben mittlerweile bei 6.000 Feedbacks anonym gesammelt und kein einziges ist negativ. Also wir haben gute Hoffnung, die Jugend ist wirklich toll. Das schreibt zum Beispiel einer: Ich finde den thematischen Aufbau des Kurses sehr gut und bin positiv überrascht. Ich finde es in unserer von Konsum und Markt getriebenen Gesellschaft mehr als wichtig, die persönlichen Träume und Ziele sowie eine positive Einstellung zu fördern und darauf aufmerksam zu machen. Viel zu viele Menschen definieren sich durch Geld und Materialismus. Es ist schön zu sehen, dass sich dies zumindest für einigen nicht mehr in den Mittelpunkt drängt. Danke für ein Stück Hoffnung in die Menschheit, schreibt der 15-jährige Bursch nach dem Kurs. Manche schreiben ganz wenig, die schreiben nur ein, zwei Sätze. Der Kurs gibt mir andere Ansichten und Motivation. Er hilft schon jetzt, Probleme zu lösen. Danke dafür. Ein Schüler von Wolfgang hat geschrieben, also alles anonym, wir wissen nicht, wer das geschrieben hat, wir wollen keine Namen haben. Professor, ich will keinen Zucker schmieren. Ich bin tief beeindruckt, noch nie hat ein Lehrer, Bekannter so tiefgründig mit mir gesprochen. Sie geben Tipps und formulieren Probleme und deren Lösungen wie kein anderer. Tiefgründige Lösungen wie diese kann man schwer in Worte fassen. Ich bin mir sicher, dass ich heute Abend vorm Schlafengehen noch lange im Bett liegen werde und über Ihre Weisheiten nachdenken werde. Erst jetzt erkenne ich, wie wichtig es ist, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Es scheint, als hätten Sie eine weitere Tür zur nächsten Stufe der Reife und Selbstständigkeit geöffnet. Ich zolle Ihnen großen Respekt. Unwahrscheinlich, ja? Also wenn jemand reinschauen will, einen ganzen Ordner von Feedbacks von verschiedenen Schulen, Mädchen, Burschen im Alter von 15 bis 17, 18 Jahren. Und wie gesagt, die Motivation war jetzt da, wirklich jetzt in Schulen zu gehen und mit Kindern zu arbeiten und vor allem nicht kurzfristig, diese Jugendkurse haben wir immer so 8-9 Stunden gemacht und trotzdem ist so viel hängen geblieben, dass Schüler, wenn der Wolfgang das oder andere Lehrer auch in der ersten Jahrgang gemacht haben, bei der Matura gekommen sind und gesagt, Herr Professor, alles was man sieht, wird man ernten. Das heißt, es bleiben Ihnen gewisse Sachen immer in Erinnerung. Und das Volksschulprogramm ist jetzt so aufgebaut, dass wir 3 Jahre lang mit den Kindern arbeiten wollen. 2., 3., 4. Klasse Volksschule. 20 Wochen pro Jahr, immer Doppelstunde. Und da werden wir was bewegen und da wird vieles Gutes hängen bleiben. Glücklich, erfolgreich und gesund, das ist, dass wir uns alle immer wünschen für unsere Kinder. Wir arbeiten mit den Kindern, wir haben eigene Bücher, sind gerade dabei, fertiggestellt zu werden mit Comicfiguren, mit viel Basteln, Zeichnen, Rätseln, Spielen, also ganz abgestimmt auf diese Altersstufe. Aber wir Eltern vergessen oft immer, wir können nur das ernten, was wir vorher gesät haben. Und wir müssen in unsere Kinder eine Herzensbildung sehen, einen gesunden Lebensstil hineinsehen und ganzheitliche Lebenskompetenzen, gute Gewohnheiten. Weil gute Gewohnheiten behält man Anfang im Laufe der Zeit nach. Das heißt, alles, was wir heute in das Leben unserer Kinder sehen, werden sie eines Tages ernten. Und wir arbeiten mit den Kindern immer noch dem Prinzip von Saat und Ernte. Das verstehen die wahnsinnig gut. Denn beginnen muss ich immer mit einem guten Saatkorn. Und wir vermitteln den Kindern und Jugendlichen, ihr seid ein gutes Saatkorn. Und das hören sie so selten, dass so wie sie sind, eh alles in Ordnung ist. Um mich lieben und wertschätzen zu können, muss ich einmal wissen, wer bin ich denn überhaupt? Bin ich ein Apfel, bin ich ein Birn, bin ich ein Zwetschgen oder bin ich eine Nuss? Und darum sind es die verschiedenen Themen, die wir ausgearbeitet haben für die Kinder. Wer bin ich überhaupt? Ich habe Gaben und Talente. Ich bin einmalig, ich bin ein Unikat, ich bin einzigartig. Ich werde geliebt, ich bin wertvoll, ich habe Stärken und guten Eigenschaften. Ich sage Ja zu mir. So wie ich bin, ist alles okay und ist alles perfekt.
Und dann müssen wir nur mehr wachsen. Und wissen Sie was, wir haben Jugendliche drin gehabt, die fangen zum Weinen an bei diesem Thema. Sie haben gesagt, da muss von auswärts einmal wer kommen, der uns sagt, ihr seid wertvoll, ihr kennt was, ihr seid was Besonderes. Aber dann muss dieses wertvolle Saatkorn in den fruchtbaren Boden. Und da entscheidet es sich jetzt. Weil viele sind leider nicht mehr fruchtbar. Und ein fruchtbarer Boden ist das, dass ich selber an mich glaube, an eine gute Zukunft, ein Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstliebe. Aber von wo bekomme ich denn das her? Der wichtigste Punkt ist einfach die Familie. Der düngt diesen Boden über viele, viele Jahre. Und wir Eltern hätten die Aufgabe, unseren Kindern zu sagen, ich liebe dich so, wie du bist, bedingungslos, ohne Leistung. Eine Annahme, eine Bestätigung, ein Glaube an sie. Dann sollte die Schule ein fruchtbarer Boden sein. Jeder Verein sollte ein fruchtbarer Boden sein. Und dann werden unsere Kinder wachsen und gedeihen. Aber leider sind viele Böden vergiftet mit dauerndem Mobbing, Kritik, Liebe, die geknüpft ist an Leistung, mit Ängsten und Sorgen. Und das kannst du wieder nicht und das hast du wieder nicht gut gemacht. Und darum wollen wir den Kindern vermitteln, auch diese Part Familie, Ehe, dass es was Gutes ist, dass es was Schönes ist. Für mich ist die Familie die kleinste Zelle in der Gesellschaft und sehr, sehr wertvoll. Und diesen Punkt wollen wir den Kindern auch in Zukunft wieder mitgeben, dass es was Schönes ist, Familie zu haben, Geborgenheit zu finden in der Familie. Und dann haben wir die Zeit der Reife. Und während dieser Zeit der Reife können wir wertvolle Saatgut in unsere Kinder sehen, in all diesen drei Bereichen. Und wir haben uns diese Themen jetzt für die Volksschule vorgenommen. Dankbar zu sein, eines der wichtigsten Dinge, weil da bin ich wieder mal auf der positiven Seite, wenn ich mal sage, ich bin dankbar für die kleinen Dinge im Leben, für die Naturgüter, für mein Leben, für mein Talent. Ich bin barmherzig, ich bin ein Friedensstifter. Ich verzeihe und vergebe, ich sorge mich um andere. Das sind alles Themen, die ausgearbeitet sind. Und jedes einzelne Thema wird über 2 Stunden behandelt, gekoppelt mit viel Spiel, mit viel Spaß. Ich bin aufrichtig und ehrlich. Wir-Bezogenheit anstatt Ich-Bezogenheit, Vertrauen, Respekt und Höflichkeit. Und dann, da kommt der gesunde Lebensstil, der genauso dazu gehört. Ganz wichtig, gute Gedanken und Worte, all diese Dinge, die wir in die Kinder sehen werden. Und dann kommen ganzheitliche Lebenskompetenzen. Ich habe ein Talent, ich habe Träume, der Beginn von etwas Großem, ich werde gebraucht. Ich fördere mein Talent. Wo ist der Ort, wo mein Talent gesehen wird? Alles Dinge, die wichtig sind. Und je früher wir dieses gute und kostbare Saatgut in unsere Kinder sehen, desto schneller werden wir die Ernte erleben. Und Sie sehen, das sind viele Sachen, die jeder von euch kennt. Auch das Geld ist ein wichtiges Thema, es ist einmal das Zahlungsmittel im Moment. Darum müssen wir unseren Kindern auch lernen, mit diesen Dingen vernünftig umzugehen. Ich vergleiche das immer mit Zähneputzen. Ja? Am Anfang putzen wir Mütter die Zähne der Kinder, dann probieren sie es selber mal, wir sind dabei und kontrollieren. Aber irgendwann wird das normal und so normal soll das werden, der Umgang mit Geld. Wir sprechen darüber, dass es das Geld nur ein Zahlungsmittel ist, dass das Wichtigste unsere Talente und Fähigkeiten sind. Ob ich jetzt ein Geld habe oder Hosenknöpfe, mit dem wir tauschen oder Zahlungsmittel verwenden, wichtig ist die Talente, die Fähigkeiten, das was hervorkommt, wo wir Frucht bringen. Wie teile ich mein Geld ein, mein erstes Haushaltsgut, ich halte mich fern von Schulden. Ich bin großzügig und gebe gerne. Ich suche immer das Gute beim anderen und ich habe meine Talente bekommen, um andere glücklich zu machen. Und da gab es so viele tolle Themen, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir den Kindern jetzt dieses kostbare Saatgut in ihr Leben hineinsehen. Und zwar nicht erst als Erwachsener, wo wir von Kurs zu Kurs rennen, sondern schon im Kleinen dieses Gedankengut geben. Und wir wollen das wieder koppeln mit elterlichen Inputs, Elternseminare. Wir werden die Eltern mit ins Boot holen. Und ich bin überzeugt, nach 120 Unterrichtseinheiten, spielerisch und mit viel Spaß, werden wir riesengroße Ernte einfahren und es wird eine positive Kettenreaktion ergeben. Wir starten damit im September in Kärnten und wenn euch das Thema angesprochen hat und jetzt sind Leute da aus der Politik und Wirtschaft, die sagen, ich will das unterstützen oder Pädagogen oder Mütter mit Herz, die sagen, das taugt mir,
Wir werden Duplikatoren suchen, wir werden in viele verschiedene Schulen gehen und das Ganze bringen. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch in Feldbach mit diesem Thema starten könnten. Und ich bin sicher, es gibt immer einen Weg, wenn wir das wollen. Und wir werden den Weg finden. Danke für Ihr Zuhören und danke für die Einladung.